Moin Moin und willkommen auf dem Kanal der Unlucky Nerds. Ich bin euer Schmuser und ich begrüße euch heute zu einem, ja, Dual-Commentary. Etwas, was es schon lange nicht mehr gab und dann auch noch mit einem Gast, den es, ich weiß gar nicht, warst du auch jemals hier auf dem Kanal der Unlucky Nerds zu Gast? Ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich kennen die meisten Leute deswegen gar nicht und deswegen muss ich auch vorstellen, grüß dich, Kacknoob. Servus, Mahlzeit, der Kacknoob hier. Ich war lange weg. Ewig sozusagen. Ewig sozusagen. Man muss dazu erklären, ja, damals auf meinem Kanal Kampfschmuse HD haben wir viele, viele ja, Dual-Commentaries zusammen gemacht. Und ja, dann war es halt, seitdem ich auf dem Unlucky Nerds Kanal bin, quasi nicht mehr so aktiv. Und du hast mich ja verlassen. Ich hab dich verlassen. Ja, das tut mir leid. Drecksau. Hat sogar meinen eigenen YouTube-Kanal gehabt und aber ist inaktiv. Kann man so ja, sagen. Ja, ich bin schon sehr lange inaktiv. Ja, und wir haben uns gedacht, wir könnten nochmal zusammen wieder ein kleines ja, Commentary zusammen aufnehmen. Erstmal dazu, was ihr im Hintergrund zu sehen bekommt. Wir sehen es gerade nicht, aber es wird, ihr werdet es im Hintergrund sehen. Und zwar ein Counter-Strike Global Offensive Gameplay, Matchmaking, zusammen erspielt mit den Killer Pudding und mit dem Danny. Ihr seht meist die Sicht vom Danny oder halt mal von mir, wenn ich da am Rumpfällen bin. Und ja, Danny carried uns hier extrem hart und ja, das einfach als Hintergrundgeschmack für euch, damit ihr auch was zu sehen bekommt und nicht nur zu hören. Und ja, Thema haben wir uns auch ausgedacht, denn wir wollen mal zurückgucken ja auf die Bundesliga-Saison. Ja, vergangenes Jahr. Ja, und das ist ein super Thema, weil da kriegt man meistens viele Kommentare zu, viel Hate zu, weil da sagt man einmal, Dortmund ist kacke. Und Dortmund ja, ist nicht kacke. Schon hat man wieder 20 Abos weniger, aber ich meine, wir riskieren es einfach. Und Dortmund ist voll kacke. Und ja, wenn ihr damit nicht klarkommt und denkt, ich würde euch persönlich beleidigen, nur weil ich vielleicht was gegen euren Verein habe oder so, dann schaltet einfach ab. Ansonsten machen wir einen kurzen, knackigen Rückblick, würde ich einfach sagen. Und ja, fangen wir mit dem Langweiligsten an, die Meisterschaft. Ich oute mich mal jetzt hier direkt am Anfang als FC Bayern-Fan. Ja, also war nicht spannend, die Meisterschaft, das stimmt schon, aber... Für mich war es völlig in Ordnung. Ich komme damit gut klar. Ja, seid ja einfach so durchmarschiert, muss man ja einfach mal sagen. Halt, ne? Am Ende habt ihr noch ein paar Punkte liegen lassen, aber ich meine, wenn man da mit der B-Mannschaft antritt, aber das ist ja auch eine ja. Aussage eigentlich halt. Ne? Ich meine, dass man da halt nicht mehr voll 100% oder 10% gibt, wenn man schon den Meistertitel drin hat und alles. Das ist verständlich. Ich denke einfach, dass nach so einer Saison, wo auch die Weltmeisterschaft war, und dann noch so eine Saison zu spielen, man, die Spieler stehen einfach permanent unter Druck und der fällt mit so einer Meisterschaft einfach ab. Da kannst du sagen und machen, was du willst, das ist einfach im Kopf drin und du fährst definitiv ein paar Gänge runter, das hat man auch gesehen. Ja, ich sehe das auch nicht so groß negativ, wie andere Leute das gesehen haben und da spricht er von Wettbewerbsverzerrung oder so, das ist halt... Ja, hätten sie auch vorher gewinnen das sollen. Das glückliche Los, dass man vielleicht am Ende dann gegen Bayern ran spielen durfte und ich meine, wenn die anderen Vereine stärker wären, dann wäre die Meisterschaft auch spannender gewesen, dann hätten sie am Ende auch noch Vollgas geben müssen. Ne? Also von daher immer sehr zwiespaltig. Ja, Vizemeister. Viele hätten da wahrscheinlich mit Dortmund gerechnet oder so halt. Ja. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz recht zu Dortmund zu sprechen kommen, nach einer grandiosen Hinrunde. 18. Tabellenplatz. Ja, war natürlich optisch eine Augenweide für mich. Nee, das war echt krass. Also, dass sie als Tabellenletzter überwintert haben, das war echt... Also ich glaube, dass wenn die das bei... ich hoffe, ich darf das hier sagen, OZ oder wie die ganze Nummer oder Bett um Win gewettet hättest, Dortmund auf dem letzten Tabellenplatz, ein Tausender, hättest nie wieder arbeiten müssen. Ja, das ist richtig unglaublich. Ja, aber haben wir dann sich zumindest noch eine halbwegs vernünftige Rückrunde gespielt, kann man sagen. Halt jetzt auch nicht grandios oder so, aber sich dann immerhin noch zum Europapokalplatz hochzuarbeiten. Ja, aber seien wir mal ehrlich, schlechter ging es ja auch nicht mehr. Ist richtig, aber zumindest war es ein bestimmter versöhnlicher Abschluss. Ja, okay, die Pokalfinale verloren gegen Wolfsburg. Oh. Gegen ja, die Mannschaft, die Vizemeister geworden ist und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre die Mannschaft wahrscheinlich sein wird, die wahrscheinlich Bayern München ärgern werden können, ne? Oder? Ja, gut. Wenn ich natürlich VW im Rücken habe, ist das natürlich von der finanziellen Seite her, glaube ich, ziemlich stabil. Ja. Ja, ihr habt ja jetzt auch nicht so unlukrative Sponsoren, glaube ich. Bayern. Mhm. Der Deal mit Adidas für ja, 900 halt Millionen. Weiß, ich meine, ob die jetzt ihr Geld vom VW kriegen oder nicht halt. Ich meine, Geld regiert halt immer die Welt und ja, aber bei Leverkusen ist es halt Bayer, der große Rückenstecker und sowas halt. Ja. Und bei Red Bull Leipzig ist es halt Red Bull. Ne, ist ja nicht Red Bull. Also Rasenball Leipzig ist es halt Red Bull. Und ich finde es halt immer krass, dass die
ganzen Leute halt alles kritisieren, halt von wegen hier, bla, Kohle hier, Kohle da. Ich meine, ohne Kohle würde Dortmund auch nicht da oben mitspielen halt. Das ist halt, oder Bayern oder halt, auch meine Gladbacher nicht halt. Auch die brauchen Sponsoren. Ich wüsste jetzt nicht, bis auf die Bayern vielleicht, dass wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ey, ich habe Kohle auf der Tasche, kann ich hier mal mitmischen. Ich glaube, da wird, ich glaube, bis auf die Bayern, meiner Meinung nach, die, das jeder machen. Also bis zu einer gewissen Grenze, ohne sich jetzt die Macht da irgendwie abgeben zu müssen. Aber wenn du sagst, komm, irgend so ein Russe, komm, ich gebe dir 250 Millionen und wir gucken, gibst mir ein paar Prozent und gut ist. Ich meine, bei Ingolstadt ist ja auch nichts anderes, ne? Da steht auch ein Autokonzern dahinter und sowas halt. Das ist einfach, das gehört einfach dazu, da brauchen wir auch gar nicht groß diskutieren. Ja. Ja, sagt Wolfsburg, ich sehe die, also ich habe glaube ich schon die, also was heißt die Hoffnung halt, aber ich meine, die sind ja nicht sonst vor kurzem auch schon mal Meister gewesen halt und haben ja dann ein bisschen zurückstecken müssen, aber ich meine, die geht's finanziell so gut, die können sich quasi alles kaufen, was sie wollen. Und mit einem Konzept dahinter können die zumindest wahrscheinlich die Bayern zumindest mal ärgern, aber ob sie, also vorbeiziehen eh nicht halt, aber ob es dann mal reicht, vielleicht nochmal vor den Bayern zu stehen am Ende der Saison, das wird auch sehr schwer. Ja, aber ich muss sagen, ich finde das ganz gut, weil Dortmund bricht ja jetzt so ein bisschen weg als Konkurrent. Da ist erstmal die nächsten paar Jahre nichts mit Champions League. Und wenn, ich sag mal, die nächsten mindestens 2 Jahre. Ja, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen. Dortmund spielt immer noch ganz oben mit, ne? Also auch finanziell halt aktuell noch. Also die werden jetzt auch die eine oder andere gute Verpflichtung jetzt holen für die nächste Saison. Abwarten, wie es dann mit dem Tuchel ist, ne? Also jetzt, wo der Klopp weg ist. Ich muss das mit den Verpflichtungen, ich sehe das ein bisschen anders. Weil wenn ich ein guter Spieler bin, will ich Champions League spielen. Ist so. Da gehe ich nicht zu einem Verein, der den Döner Cup spielt. Ja, wenn ich ein A-Klasse-Spieler bin, gehe ich nicht nach Dortmund. Ist einfach so. Weil ich will A, Titel gewinnen und B, will ich in die Champions League. Ich will mich ja zeigen. Und wenn ich gegen Vladivostok spiele, irgendwo, wer guckt denn da? Keine Sau. Ist so. Ja, ich weiß vielleicht Leute, die Champions League jetzt nächstes Jahr spielen dürfen, wo wahrscheinlich keiner mit am Anfang der Saison gerechnet hat, ich auch als nicht. Also ich meine, ich oute mich immer hier, ich meine, die meisten wissen es eh, ich bin Gladbach-Fan. Und ja, für mich war das natürlich eine traumhafte Saison, Platz 3. Völlig verdient, ja. Unglaublich, beste Rückrunde, Rückrundenteam gewesen, alle großen Mannschaften geschlagen. Und das ohne große Megastars, muss man auch mal dazu sagen. Und Gladbach hat ja auch die letzten Jahre einige Leute abgeben müssen, wenn man so an Reus und Ter Stegen und so weiter denkt. Halt. Gladbach muss eigentlich jede Saison irgendwie Leute abgeben. Ist ja, einfach jetzt Kruse ist jetzt auch wieder weg. Ja. Aber Kramer wieder zurück nach Leverkusen, der war ja leider nur geliehen. Und da haben wir aus dem Leihspieler quasi einen Weltmeister gemacht. Stimmt. Also ich würde bei Gladbach sagen, dass der Star der Trainer ist. Ja, also was der Favre da gemacht hat, den Abstieg verhindert hat, was ja schon ein Wunder war, was er da rausgezaubert hat in der kurzen Zeit. Ich meine, ich träume jetzt nicht davon, dass Gladbach jetzt in der Champions League irgendwas gerissen kriegt. Wenn wir da die Gruppenphase überhaupt überstehen können, wäre das schon quasi so ein kleines Wunder wahrscheinlich halt. Und dann kann man wenigstens hoffen, dass wir noch im Europapokal kommen mit Platz 3 oder sowas halt. Und vielleicht geht ja auch Viertelfinale oder so halt. Und ja, Zielsetzung für nächste Saison musste einfach auch sein halt, dass gar nicht anfangen zu träumen, sondern man muss einfach mal realistisch sehen, so Mannschaften wie Leverkusen, Schalke oder Dortmund sind eigentlich noch finanziell und sowas halt eigentlich noch vor Gladbach. Und wenn Gladbach nächstes Jahr wieder Europapokal schafft, ist das auch in Ordnung. Also ich sehe das so, ich sehe eigentlich ganz gute Chancen, dass Gladbach die Gruppenphase übersteht, auch weiterhin in der Champions League spielen, nicht nur Europapokal. Zu Schalke und so weiter habe ich eine Meinung, die Saison war scheiße von denen. Ja, komplett. Und das wird auch nichts mehr. Bei Schalke stinkt der Fisch vom Kopf aus. Ist einfach so. Vor allem, wenn man sieht, halt, wie die jetzt auch noch am Ende abgekackt sind. Ich meine, vor 6-7 Spieltagen, vor dem Ende, waren sie noch vor Gladbach und wollten Champions League spielen. Und am Ende ging quasi gar nichts mehr. Ne? Da haben sie gerade eben noch die in der Hochpokal geschafft. Das letzte Spiel gegen Hamburg, ne? Da hab ich... Ey, Mann, die hätten Hamburg in die zweite Liga schießen können. Ich hasse sie, echt. Ich hab mir persönlich gedacht, wie ehrlos, wie, ich meine, es geht für die ja um noch was. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt gesagt hätten, ja gut, wenn wir gewinnen, haben wir nichts davon, wenn wir verlieren, haben wir auch nichts. Es ging für sie um was und die sind aufgetreten. Ey, ich kann ja nichts dazu sagen. Die Schalker-Fans tun mir einfach nur leid. Ja, vorher ja schon genauso halt. Ja, sorry. Also, die Schalker-Fans sind echt, die sind ja echt schon einiges gewohnt, aber
so eine Mannschaft und so eine Mannschaft. Die Matteo war auch der komplette Fehlgriff halt. Also ich meine, das hat schon jeder gewusst, dass er überhaupt nicht dahin passt und was sich dabei gedacht haben. Die Matteo bei einem Arbeiterverein. Ja. Das ist wie, wenn du Curry Pommes auf der Kö essen gehst. Das da passt einfach nicht. Kannst du Neuro-Bau hören, der passt da besser hin. Ja, das funktioniert, ich würde gleich sagen können. Ich meine, gut, wir sind alle Cheftrainer irgendwo, aber in die Matteo auf Schalke. Alter Schwede. Ja, wen man aber noch mal ganz, auch ganz klar da oben loben muss, Augsburg Platz 5, Europapokal sicher. Wow. Augsburg. Hätte da auch keine Sau mit gerechnet, also, aber krass, was die da in den letzten Jahren aufbauen. Ich bin Augsburg-Fan. Ganz klar. Also ich muss sagen, Augsburg ist für mich das neue Freiburg so. Ja, kann man, ja, so ein bisschen halt. Ne, ja. Es ist schade, dass Freiburg leider nicht mehr dabei ist, weil ich mag die Mannschaft, ich mag den Trainer. Schade. Ich bin, wie gesagt, zwar Bayern-Fan und ich habe mich aber für die Freiburger gefreut, als sie gegen Bayern gewonnen haben, weil die dann halt die größte Aussicht auf Klassenerhalt hatten, aber wie wir wissen, hat das... Ja, haben sie am letzten Spieltag ja versaut. Tja. Nee, aber Augsburg echt krass halt so, ja. Ja, Hoffenheim eigentlich fast eine Enttäuschung mit Platz 8. Zumindest für das, was die gerne hätten. Für ihre eigenen Vorstellungen kann man eigentlich fast sagen. Ja, aber Hoffenheim ist ja jedes Jahr... Keine Ahnung. Die landen mal oben, mal unten. Die kannst du überhaupt gar nicht einschätzen. Und wenn man jetzt sagt, so, ja gut, Hoffenheim hätte jetzt mehr rausspringen können, boah, weiß ich nicht. Ich würde das nicht mal so unterschreiben. Ich glaube, die sind da genau richtig. Ja, Frankfurt und Bremen können am Ende noch zufrieden sein. Bremen vorher nach der schlechten Hinrunde. Bremen soll den neuen Trainer mal ein Denkmal setzen, sonst wären die nämlich schon weg. Ja, das ist richtig. Ich meine, sah in der Hinrunde echt scheiße aus. Ganz, ganz milde ausgedrückt, ja, auf jeden Fall. Mainz kann prinzipiell, muss man ja sagen, ich meine, auch wenn Mainz in den letzten Jahren ab und zu mal in den Europapokal gekommen ist, aber auch mit die können eigentlich mit Platz 11 vollkommen zufrieden sein. Ja, absolut. Ganz kurz auf Frankfurt zurückzukommen, Schaf ist weg. Ja. Da bin ich auch gespannt, wer da hinkommt. Schauen wir mal. Kloppo ist ja auch weg, hatten wir doch noch mal. Ja, ja. Herr Kloppo ist ja auch weg. Endlich. Alter, der Einzige, den ich so sympathisch fand, aus Dortmund. Also, ja. Jetzt haben sie ja nur auf dem Watzke quasi und boah, ich hasse diesen Kerl. Ich hasse diesen Kerl einfach komplett. Nee, aber der Kloppo. Ich muss sagen, ich mag den Tuchel auch nicht. Ich finde den Tuchel so. Ja, weißt du, wie der Tuchel. Der hat quasi vorkommt? Der hat ja quasi schon in Hamburg unterschrieben gehabt, quasi. Weißt du, so. Weißt du, wie mir der Tuchel vorkommt? Wie so ein Leichenflederer. Bei Mainz und jetzt bei Dortmund. Das ist echt so ein Resteficker. Oh, Entschuldigung. Ich wollte das nicht so sagen. Nee, aber das wird erst ab Mitternacht ausgestrahlt. Genau. Okay. Kinder bitte abschalten. Okay. Ja, Köln. Ja, wir können auch zufrieden sein, dass wir einen Klassenerhalt überhaupt geschafft haben. Ja. Ne? Also ich meine, die haben jetzt keine anderen großen Ziele gehabt. Ja. Und mal die größte Sensation für mich auf Platz 13. Nach 16 verlorenen Spielen. Ja, das ist aber auch traurig für die Lehre. Du hast eine Mannschaft, die 16 Mal hintereinander nicht gewinnt. Ja. Und die steigt trotzdem nicht ab. Das ist die Bundesliga. Solange es Hamburg in der ersten Liga gibt, da kannst du auch 26 Spiele. Ich meine, Hamburg hat jetzt, glaube ich, in 2 Saisons 40 Tore geschossen. In 2 Saisons und haben 2-mal damit den Klassenerhalt geschafft. Wie geht das? Also das ist doch lächerlich. Das ja, wir kommen ja gleich zum Hamburg. Stuttgart. Ja, Hamburg in klein. Hamburg in klein, aber sie haben es wieder gerettet. Ne? Also Stevens. Bobic geflogen. Ja, das Stevens hat er ja, ne, gemacht so. Ne? Ja. Vom letzten auf dann Klassenerhalt noch geschafft. Hertha. Aber die hätten es auch nicht verdient. Also ich finde auch Stuttgart ist okay, die kannst in der ersten Liga. Ich finde die jetzt wieder sympathisch. Ja. Sympathisch. Also ich kann mit denen, das ist halt Stuttgart okay. Ist so wie Hoffenheim. Ist mir voll egal. Ja, ist halt Hoffenheim mit Tradition. Ja. Hertha, Berlin. Ja, Klassenerhalt geschafft. Saisonziel erreicht, würde ich sagen. Genau. Ne? Knapp, aber wir haben es geschafft. Ja. Ich meine, die hatten sich ja quasi schon 4 Tage vor Spieltag eigentlich gedacht, die werden durch halt, aber da muss es noch mal knapp, aber So. Ja, Hamburg. Jetzt kommen wir zum HSV. Eigentlich habe ich mal gedacht, Dinosaurier, irgendwann sterben sie immer mal aus, aber ich glaube, beim HSV werden die Dinos für ewig weiterleben. Stirb doch endlich! Nee, ich meine, die können da gar nichts dafür. Ich meine, man kann ja nicht sagen, dass der HSV jetzt ein unsympathischer Verein wird oder so, aber die sollen jetzt endlich mal absteigen. Ey, ohne Scheiß, seit 2 Jahren steigen die ab und sind immer tot und irgendwie, Alter, dieser Freistoß. Ich habe mir schon, als er schon gepfiffen wurde, habe ich schon gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich so, oh Mann, ey. Und dann geht's ja.
Also zum HSV. Der KSC ist mir auch total egal halt, ja, aber ich war den Tag echt KSC-Fan, aber sonst ist mir KSC vollkommen egal, wie ich ganz ehrlich bin halt, also, aber. Ja, also Hamburg ist mir auch nicht unsympathisch als Bayern-Fan. 8-0, 9-1 und so, ne? Aber, die haben es einfach nicht verdient. Wer 2 Jahre in Folge in die Relegation geht, als Bundesliga-Größe, ja, dann stimmt da was nicht. Und wir wissen ja alle, dass in Hamburg die letzten 10, 15 Jahre nur Scheiße gemacht worden ist. Die haben, also wenn es einen Oscar dafür gibt, dann haben die sich den verdient für totale Unfähigkeit. Von vorne bis hinten. Ja, 4 Trainer, wo jede Saison verschleißt. Ja, 4 Trainer. 4. Also, mir fällt echt nichts mehr dazu ein. Also das Problem ist auch, der letzte, den sie jetzt hatten, mit dem Labbadia, der war ja 3., 4. Wahl. Ja. Irgendwie sowas. Da würde ich mir ja ein bisschen schäbig bei vorkommen. Tuchel hat ja angeblich schon unterschrieben gehabt damals. Naja. Bevor dann Dortmund auf einmal kam und Kloppo zurückgetreten ist. Ja, aber wer kann... Wäre Kloppo nicht zurückgetreten, wäre Tuchel jetzt in Hamburg. Aber wer kann es dem Tuchel denn verdenken? Ich meine, wenn ich jetzt bei Hoffenheim bin und Real klopft an, dann sage ich auch nicht. Tschüss. Ja, Freiburg haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Schade um sie. Aber die werden auch wieder hochkämpfen, aber das ist halt, was die seit eigentlich mittlerweile Jahrzehnten quasi, mit den kleinen Etat sich da an Liga halten und so, ist unfassbar. Aber wird mir fehlen. Ja. Ich bin ehrlich, wird mir definitiv fehlen. Aber die haben auch gute Chancen, wieder hochzukommen, muss man aber dazu sagen. Halt. Ja, die finden immer irgendwo aus den letzten dritten Weltländern irgendwelche Leute, die auf einmal Fußball spielen können und nichts kosten. Ich glaube... das ist fies, das darf ich nicht sagen. Ja, und Paderborn. Paderborn, tolle Hinrunde. Super sympathisch. Ja, also super tolle Hinrunde. Und dann, wahrscheinlich vielleicht schon zu viel geträumt, wer weiß. Ja, das ist ja generell bei den Aufsteigern, dass sie mit der Euphorie erstmal in die Bundesliga kommen und ein paar gute Ergebnisse haben. Deswegen will keiner am Anfang gegen Aufsteiger spielen. Ja, weil die echt einfach mit der Euphorie noch da reinkommen und wenn es doof läuft, dann verlierst du auch den Auftakt. Das ist, ich glaube, schon sehr vielen passiert. Ja, Paderborn wird auch runter und die werden es wahrscheinlich schwieriger haben, wieder hochzukommen, glaube ich. Ja, ich glaube, Paderborn werden wir in der Liga erstmal nicht sehen. Ja. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den Aufsteigern. Ingolstadt, Darmstadt. Ja. Ganz schön viel Stadt. Ganz viel Stadt und Darm. Darmstadt, ja. Ja, Darmstadt. Ich meine, super Leistung, was die da abgeliefert haben in Darmstadt. Ja, also muss man einfach mal außen... Die waren ja quasi Viertligist. Ich meine, die haben sich ja nur in der dritten Liga gehalten, weil irgendeine Mannschaft Lizenzentzug bekommen hatte. Und deswegen brauchten sie nicht absteigen. Ach so. Okay. Und mit der gleichen Mannschaft steigen sie quasi in der zweiten Liga auf und marschieren dort auch direkt durch. Unfassbar. Ich bin nicht wirklich Zweitliga bewandert. Aber Darmstadt, Respekt, also wer steigt jetzt auf? Darmstadt, Ingolstadt? Ja. Und? Weil für die dritte ja nicht, KSC hat es ja nicht geschafft gegen HSV. Ach, bin ich blöd. Ja, natürlich. Ja, Ingolstadt, Darmstadt. Da wird es schwer für den HSV nächstes Jahr wieder abzusteigen. Ach, ich gebe denen gute Chancen eigentlich. Die kriegen das, wie wir sehen, kriegen die das hin. Ich meine, die haben jetzt wirklich 2 besonders schlechte Jahre. Ich meine, die Jahre davor waren schlecht, aber die waren besonders schlecht. Und wenn sie jetzt nicht draus lernen, dann müssen die runter. Dann müssen wir die zwangsabsteigen lassen. Dritte Liga. Weil vom Niveau her ist es teilweise erschreckend einfach. Die gehören nicht in die erste Liga. Das ist meine Meinung. Ich weiß, ich werde mir jetzt keine neuen Freunde machen, ist auch nicht schlimm, ich habe ja keinen Kanal. So ein paar Hater kann ich immer gebrauchen, also nee. Ja. Nee, aber ihr könnt ja mal sagen, wie ihr die letzte Saison gesehen habt. Ja, sonst noch irgendwas zu letzten Saison zu verlieren. Außer, ich meine, Weltmeisterjahr, tolles Jahr. Weltmeister, ja, Götze, das Weltmeistertor gemacht und danach, er nimmt sich jetzt den Platz auf der Bankwarmung gehalten. Er macht jetzt eine ganz schön lange Pause, irgendwie, habe ich den Eindruck. Aber, hey, der ist jung, wie alt ist der? 21, 22? Mein Gott. Gib dem noch ein Jahr auf 2.
dann kann er wechseln. Ja, Bayern Champions League enttäuschend oder? Ich meine, Barca darf man ausscheiden. Nein, nicht enttäuschend. Aber wieder natürlich unglücklich, weil Barcelona ist nun mal meiner Meinung nach die beste Mannschaft momentan. Und wenn du nicht die Top-Besetzung hast, hast du keine Chance. Ist so, fertig. Es ist jetzt auch keine Entschuldigung oder so, aber ich glaube, wir hätten wir in dem Sinne der FC Bayern hätte eine gute Chance gehabt. Ja, aber man muss einfach sagen, man darf gegen Barcelona ausscheiden. Das ist halt. Ja, natürlich darf man das. Also vor allen Dingen, was weil sie im Rückspiel noch wirklich. Wenn man jetzt sagt immer so, man darf gegen Barcelona nicht ausscheiden, dann muss man ja quasi gegen Bayern enttäuscht sein. Das ist ja, das ist total Blödsinn. Das ist halt. Also ich muss sagen, das Spiel in Barcelona, das letzte Tor war einfach. Das war der Schlusspunkt einfach. Das 2-0, ein 2-0 hätte man vielleicht noch irgendwie was machen können, aber bei einem 3-0 gegen Barcelona wird das einfach nichts. Ja, Jo, da wollte ich auch noch kurz ein Wort melden, damit es noch ein Kommentar ist. Scheiß der Stegen. Ja, der macht einen guten Job da unten. Der will auch. Ja. Nee, finde ich auch. Der macht das schon ganz gut. Und der wird auch Stammtorwart werden, denke ich schon, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, dann sprechen wir uns nächstes Jahr wieder zur Bundesliga-Rückschau 2015, 2016. Ja genau, ich komme jetzt einmal im Jahr und dann lasse ich meinen Scheiß hier. Nee, vielleicht hört man sich ja mal wieder öfters. Ja, warum nicht, falls ich mal wieder in der Gegend bin. Dann haut mal eure Kommentare rein, wie ihr die Bundesliga-Saison erlebt habt. Und wenn ich euren Verein jetzt vielleicht beleidigt habe, dann habe ich euch nicht persönlich gemeint. Doch, habe ich. Doch. Einen. Daumen hoch, Daumen runter, ihr kennt das Spielchen, ja, ne? Und dann würde ich sagen, kommt man sich beim nächsten Mal. Viel Spaß, bis dann. Ciao, ciao. Tschö.